Guten Morgen zusammen hier heute am Donnerstag, dem 20. September, wieder live in meinem Webinar zusammen mit Tikmil, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. All das können Sie hier traden zu sehr, sehr guten Konditionen, zu sehr, sehr guten Voraussetzungen. Also Tikmil ist ein Broker, da kann man das sehr gut wirklich überall mit drauf stempeln. Und deswegen freue ich mich, Ihnen hier jeden Morgen die Ideen präsentieren zu dürfen, die ich bei der Durchsicht der Charts sehe, bei der Marktvorbereitung, was alles wichtig ist. Ich habe im heutigen Blog, wer es schon gelesen hat, weiß es schon, alle anderen, wir sprechen heute über den S&P 500, wir sprechen über den britischen Pfund, japanischen Yen und wir sprechen über das Cable. Und ich spreche hier zu all denjenigen, die zuschauen live. Elena, einen schönen guten Morgen. Ludger, auch schon toll, dich wieder mit dabei zu haben. Ich habe gerade einen Knoten in der Zunge, ich merke das gerade. Von der Seite her freue ich mich hier, alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen zu dürfen und lade Sie ganz, ganz, ganz herzlich dazu ein. Wenn Sie eine Frage haben oder mal einen Chart besprechen möchten, dann scheuen Sie sich nicht und geben hier im Facebook-Chat das Ganze ein, damit wir hier entsprechend auch mit das im Chart beleuchten können und alles sozusagen, ja, loslaufen lassen können. Okay, dann starten wir wie immer mit dem Risikohinweis. Sie wissen das, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das zur Wichtigkeit des Risikohinweises und damit weiter im Text, nämlich mit der Marktvorbereitung. Und die Marktvorbereitung hat einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil. Und dieser Bestandteil ist die Nachrichten oder sind die Nachrichten für den aktuellen Handelstag. Und da sehen Sie hier heute mit der Relevanz 3 um 14.30 Uhr, da gibt es den Philly Fed Herstellungsindex, sehr, sehr wichtig. Da geht es um die Kosten für die Herstellung. Das hat alles was mit Inflation zu tun, mit Gewinnmargen und so weiter und so fort. Also etwas, was direkt auch die Wirtschaft entsprechend betrifft. Dazu gibt es gleichzeitig noch den Philly Fed Beschäftigungsindex. All diese Dinge bekommen wir um 14.30 Uhr. Um 16 Uhr auch aus den USA erhalten wir Informationen zu den Verkäufen bestehender Häuser. Das also rund um das Thema Hausmarkt. Um 14.30 Uhr mit der Relevanz 2, hier sehen Sie, es gibt dann noch die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, auch aus den USA. Und dann haben wir heute mal wieder eine Pressekonferenz der OPEC. All diejenigen, die sich das Öl anschauen, sieht momentan sehr, sehr interessant aus, das Öl. Da gehen wir morgen in unserer Freitagsbesprechung mal näher drauf ein, was wir hier im Öl momentan auch sehen. Wie schon gesagt, 10 Uhr gibt es da Informationen seitens der OPEC. Seitens der OPEC stellt sich natürlich hier die Frage. Also die OPEC ist es, die ein wenig Informationen über die Pressekonferenz gibt. Und um 17.15 Uhr dann spricht der Bundesbankpräsident Weidmann. Auch das kann sehr interessant sein und die Märkte bewegen. Und damit gehen wir direkt in die Charts hinein. Ich mache gleich mal den Stereo-Trader hier auf. Für all diejenigen, die das Ganze noch nicht kennen, hier bei Tikmil können Sie mit dem Stereo-Trader traden. Ich zeige Ihnen gleich mal noch, wie Sie darauf kommen. Ganz kurzen Augenblick. Schauen Sie hier, ich ziehe mal eben die Website von Tikmil mit ins Bild hinein. Schauen Sie hier, sehen Sie, wie die Website ausschaut. Sie sehen hier die aktuellen Spread-Informationen. Den Euro-US-Dollar können Sie beispielsweise gerade mit dem Spread von 0,2 traden. Den DAX, das ist jetzt ein bisschen hoch aktuell. Das hängt mit der aktuellen Börsenphase zusammen. Das weiten sich Spread manchmal etwas aus. Aber normal haben wir den DAX, wenn die Liquidität da ist, also zu normalen Börsenöffnungszeiten, da haben wir eine Liquidität und da haben wir einen Spread von ungefähr 0,8 hier. Das Cable traden sie momentan mit einem Spread von 0,5, sehen Sie es hier. Also interessante Dinge. Wer hier mehr wissen will, klickt einfach mal auf alle Instrumente. Aber wir waren ja jetzt gerade bei dem Thema des Stereo-Traders. Und wenn Sie hier auf der deutschen Seite auf Werkzeuge und dann den Stereo-Trader gehen, dann finden Sie hier die Informationen rund um den Stereo-Trader. Sie finden die Funktionen im Stereo-Trader, also alles, was Sie wissen müssen. Und damit können Sie dann hier entsprechend
loslegen, wenn Sie die Software auf Ihrem PC auch installiert haben. Das mal als Information rund um den Stereo-Trader. Und ich arbeite hier in dem MetaTrader 4 mit dem Stereo-Trader. Also da brauchen Sie nichts weiter machen, außer den Stereo-Trader hier zu installieren. So, wir starten direkt mal los hier mit dem S&P 500. Das Kürzel hier ist US 500. Spannende Geschichte. Wir haben hier weiterhin sehr, sehr schön einen Aufwärtstrend. Wir hatten hier das Hoch bei ungefähr 2916 Punkten. Der Markt lief runter, hat hier in der Nähe dieses Ausbruchslevel bei ungefähr 2860, hat er wieder rumgedreht. Sie sehen es hier oben, wir haben das Tief. Wo war das Tief von dieser Korrektur? Muss ich mal kurz schauen, das war bei 2863 Punkten. Also Sie sehen, wie nah das hier dran war. So, jetzt haben wir eine Situation, wo der Markt so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein bisschen durchatmet, verharrt an dieser Stelle. Sie sehen es hier oben, die Marke um die knapp 2900 Punkte. Da will er nicht so richtig drüber. Ne? Sie sehen das hier mal untergeordnet. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt sind wir wieder reingelaufen in diesem Bereich hier. Es bleibt spannend, was jetzt hier passiert. Na, zwei Sachen können wir hier erwarten. Die erste, natürlich die Bullen, die sagen, zack, komm, wir stehen jetzt so kurz vor dem Allzeithoch. Das knacken wir einfach und danach, so wie wir das hier unten hatten, schiebt es uns erstmal nach oben. Wohin? Wenn wir mal reingucken. Vielleicht gucken Sie mal, wir haben hier oben eine psychologische Marke bei ungefähr 3000 Punkten. Das wäre doch mal ein toller Anlaufpunkt. Einfach hier, Pi mal Daumen, zack, wir brechen aus und schieben auf die 3000 Punkte. Why not? Ich habe keine Ahnung, ob es passiert, aber es ist nichts unmöglich. Ne? 3000 ist doch meine Hausnummer. Jetzt stehen wir allerdings bei 2900 Punkten. Und da will der Markt noch nicht so richtig drüber. Was bedeutet das an dieser Stelle? Ja, entweder es knallt oder aber wir sehen einen Abprall. Bei einem Abprall, dann geht es wieder auf die Unterseite. Wenn das passiert, dann haben wir hier erst einmal für das Kurzfristige das Tagestief von gestern beziehungsweise hier das Tagestief von vorgestern. Diese beiden Marken zum Anlaufen. Tagestief von vorgestern, schauen wir mal nach, haben wir bei 2899 Punkten. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, zack, wir müssen, nee, das kann nicht sein. Low, doch, steht hier, ne, bin ich da richtig? Ich nehme die Hilfe, hier haben wir es, zack. So, jetzt schaue ich unten nach. Das Low tatsächlich bei 2899 Punkten. So, hier, am Vortag haben wir das Low bei 2877 Punkten. Das sind mal die Dinge, die hier auf der Unterseite erst einmal zum Anlaufen liegen, wenn es ein bisschen Korrektur geben sollte. Hier ist der Support bei 2868, beziehungsweise dann hier bei 2860. Was steht noch auf der Uhr, wenn es etwas weiter nach unten geht? Hier der nächste Bereich um die Marke von 2845, beziehungsweise dann hier dieses breite Band, wo der Markt hier drüben schon einige Male hin und her geschwankt ist und hier im weiteren Verlauf auch aufgestoßen ist und gleich wieder nach oben gelaufen ist. Das ist hier die Marke von 2810 Punkten. Also die 2,8 sind dann auch noch da, um nach unten angelaufen zu werden. Das ist dann schon ein Stück weit tiefere Korrektur und diejenigen, die sag ich mal, die Trendtechnik so ein bisschen verinnerlichen, die werden sehen, dann haben wir hier einen Abwärtstrend. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bewegung, eine Korrektur, noch einen Schub nach unten. Das wäre dann ein Trend, der mit Sicht auf die Wochenbasis eine Korrektur einleiten könnte, die doch etwas tiefer läuft. Das steht jetzt im Raum. Das heißt, hier an dieser Stelle, ich bin Optimist und sage, es sollte eigentlich nach oben laufen. Wenn ich mir das Chartbild anschaue, dann kleben wir hier momentan leicht runter. Es könnte auch zu einem Abprall kommen und da müssen wir vorbereitet sein. Wenn wir vorbereitet sind, können wir die richtigen Dinge sozusagen tun. Wenn wir mal sehen, wie wenig hier oben momentan läuft, gucken Sie sich mal den Stundenchart an, wie flach der entsprechend verläuft hier. Da ist nicht wirklich viel zu holen hier in diesem Sinne. Gucken Sie sich mal diese Tingelei hier oben an, die ist so extrem flach. Da kann es mal ganz schnell nach oben oder nach unten gehen. Wir werden sehen, der Philly Fed Index heute Nachmittag könnte hier vielleicht die ein oder andere Bewegung reinklimmen. Es bleibt auf alle Fälle spannend und das Handelsszenario, was ich beschrieben habe, oder die beiden Szenarien, die sind durchaus relevant und die gilt es hier an dieser Stelle natürlich auch auf der Uhr zu haben. Okay, dann nächster Chart, machen wir eine Währung und zwar, ich beginne mal mit dem britischen Pfund, japanischer Yen. So, zack, rüber, hier haben wir den Chart. So,
dann mache ich mal hier noch die entsprechenden Marken raus. Ich brauche jetzt hier beispielsweise die runden Marken nicht. Sie sehen das hier, Sie haben hier dieses RM, das sind runde Marken. Da zeigt Ihnen der Stereo Trader quasi runde Marken an. Das ist bei Indizes häufig eine ganz, ganz interessante Sache, weil das immer so Anlaufpunkte sind. Sie wissen das ja selbst, das spricht man so von psychologisch wichtigen Marken und die kann man sich hier natürlich sehr, sehr schön an- und ausblenden lassen. Das sind die hier. Dann können wir hier die Symbollinien und Zonen für die geladenen Instrumente anzeigen und hier drüben haben wir die sogenannten Money Lines, also Unterstützungen und Widerstände, wenn man sich das mal reinlegt. Das ist natürlich jetzt ziemlich viel, aber in den kleineren Zeiteinheiten kann sowas entsprechend dann natürlich auch Sinn machen. So, damit hier rein, also im Tagesschart macht das relativ wenig Sinn, in den kleineren Zeiteinheiten schon. Okay, was haben wir hier entsprechend? Es läuft nach unten und in den letzten Tagen auch etwas nach oben. Großes Bild übergeordnet. Hier schauen Sie sich mal an. Das hier ist ein Abwärtstrend, der momentan sehr, sehr weit in seiner Bewegung steht. Hier mit Blick in den Wochenchart sehen Sie das auch hier. Das ist der aktuelle Trend, der läuft nach unten. Was wir hier auf der Woche sehen, ist die Korrektur. Die schiebt schön nach oben. So, was wir jetzt hier im Tagesschart sehen, sind natürlich zwei Geschichten. Nummer eins, dadurch, dass hier natürlich so viel Platz ist, bilden sich Untertrends. Also wir hatten hier einen Abwärtstrend. Wir haben hier einen Aufwärtstrend. Alles schick. Jetzt kann man sagen, gut, wir schauen uns das mal an. Das ist ein Aufwärtstrend. Per se, für sich, alles fein. Man kann auch sagen, dieser Abwärtstrend ist in Zusammenhang mit dem Wochentrend die Korrektur des Wochentrends. Alles fein. Heißt also aber in dieser Korrelation, Trend auf Tagesbasis in Zusammenarbeit mit dem Trend auf der Woche beziehungsweise diesem großen übergeordneten Trend hier, kann man auch sagen, gut, jetzt haben wir hier eine Korrektur, die ist weit gelaufen. Wir sehen hier oben diese Marke von 149,258. Das ist hier das aktuelle Korrekturhoch. In die Nähe sind wir schon mal gelaufen. Ja? Da sind wir schon mal rangekommen und gestern, was ist passiert? Zack, Gewinne mitgenommen, pum, Umkehrkerze gemacht. Interessant, was kommt als nächstes? Jetzt kann man hier sagen, wenn wir uns diesen Tagestrend anschauen hier, diesen, ist der ja in einer weiten Bewegung. Das heißt, an dieser Stelle könnte es ja ganz normal sein, dass man eine Korrektur einsetzt. Ist ein ganz normales, sage ich mal, Geschehnis, passiert immer wieder in den Charts, deswegen gucken wir uns das an. Das ist ein Short-Umkehrsignal an dieser Stelle. Wird es bestätigt, dann haben wir Chancen auf der Unterseite. Das heißt, erste Mal hier wieder naheliegende Tagestiefs angucken. Hier von gestern ungefähr 146,766. Vorgestern hier und vorvorgestern haben wir, was liegen um die 146,309. Hier haben wir ein Level, das wird von den Charttechnikern gerne benutzt. Einfach mal den letzten Ausbruch anlaufen, ungefähr 145,684. Das ist mal auf der Unterseite. Wenn es noch weiter läuft in diesem Trend, er könnte sogar bis hier runtergehen bei 142,628. Da müsste man dann allerdings auch überlegen, wenn der so viel Schwäche zeigt, geht da nicht langsam so die Bewegung in Richtung dieses übergeordneten Trends los? Kann ja alles sein. Alles Gedanken, die man bei der Gestaltung eines Handelssetups mit anschauen können. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, wir haben jetzt hier diese Tiefs genommen auf Tagesbasis. Diejenigen, die das Ganze in Zusammenhang von Zeiteinheiten machen, das heißt, wir schauen uns mal die Trends der direkt untergeordneten Zeiteinheit an. Nu, was haben wir denn da? Interessanterweise haben wir ja hier Korrekturtiefs, ja, im Aufwärtstrend. Und das wären dann natürlich gute Anlaufpunkte, um zu sagen, da kann er ja ran. Heißt also, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wenn sich das Ganze fortsetzt, ne, dann haben wir hier Bewegung, Korrektur, dann haben wir hier erst einmal einen Abwärtstrend. Den zeichne ich Ihnen mal ganz kurz ein. Also wir hatten eine Bewegung, jetzt haben wir hier so ein bisschen Korrektur über die Seite, flache Bewegung über die Nacht, zack. Und danach, wenn der Markt nach unten geht, das wäre dann die Bestätigung dieses entsprechenden Signals, was man auf Tagesbasis bekommt. Dann hätten wir hier erst einmal einen Abwärtstrend. Anlaufpunkte wären dann hier, wie ich schon gesagt habe, gewisse Korrekturtieflevels. Das heißt hier irgendwo in diesem Bereich um die 146,834. Hier haben wir das nächste 146,283 und dann sind wir schon hier in diesem Bereich, wo wir den Ausbruch auf Tagesbasis hatten. Also das sehen Sie auch in anderen Zeiteinheiten. Können Sie entsprechende relevante Punkte finden, wo wir oder Sie als Händlerinnen und Händler die Frage beantworten können, wer verkauft denn nach Ihnen, weil hier sind setzen wir dann in dem Moment auf weiter fallende Kurse. Heißt also, dass mal das Signal auf Tagesbasis, wenn es bestätigt wird, kann es nach unten gehen. Und dass so eine Bestätigung funktioniert, sehen wir ja hier an diesen Verläufen. Schauen Sie, wir hatten hier oben
dieses Umkehrsignal, fapp, ging es nach unten. Wir hatten hier oben dieses Umkehrsignal, fapp, ging es nach unten. Wir hatten hier diesen Aufwärtstrend, der ist weit, weit gelaufen. Umkehrsignal, fapp, ging es nach unten. Hier hat sich ein Abwärtstrend gebildet, der dann richtig schön nach unten getradet ist. Also, das sind Marken, die haben wir definitiv da und mit denen können wir arbeiten, weil der Chart verrät uns, was hier los ist. Also, wir brauchen das natürlich nach unten gespielt. Spielt der Markt das nicht, bleibt er trotzdem stark und gestern, das war nur mal eine Ausnahme, dann haben wir selbstredend auch auf der Oberseite Anlaufmarken. Das heißt, wir haben hier den Widerstand am Korrekturhoch bei 149,258. Wenn der geknackt wird, ist dieser Trend Geschichte, dann läuft es per Aufwärtstrend nach oben. Nächster Widerstand wäre dann hier die 149,945. Das mal auf der Seite hier im britischen Pfund, japanischen Yen. Wir bleiben beim britischen Pfund, auch wieder. Und zwar im Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Ich schalte gleich mal rum in den Tageschart auch wieder hinein. Britischer Pfund, US-Dollar, hier genannt auch das bekannt sozusagen als das Cable. Auch hier nehme ich mal die runden Marken wieder raus. Ja, hier klappt es gerade nicht, ist wurscht. Wenn das mal nicht klappt, dann können wir hier oben draufklicken und dann können wir auf Instrument gehen. Und dann machen wir das einfach mal so, auf Aus, machen Reset. So, und jetzt passt das Ganze. Und jetzt funktioniert das Ganze nämlich wieder mit dem Einschalten und dem Ausschalten dieser Linien. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Na, das ist der Vorführeffekt. Tut mir leid, ich lasse jetzt einfach mal drinnen. Aber Sie wissen, wenn Sie hier draufklicken, können Sie gewisse Einstellungen dann auch ganz leicht und einfach ändern. So, was haben wir denn hier Schönes im britischen Pfund US-Dollar? Wir haben hier schön einen Aufwärtstrend, auch wieder weit in der Bewegung. Was haben wir noch? Wir haben hier den Abwärtstrend, das Ganze mal zusammengeordnet, könnte man auch sagen, naja, das ist jetzt die Korrektur dieser starken Bewegung hier, kann man machen, muss man nicht, spielt aber auch für die Betrachtung hier des Charts momentan keine große Rolle. Viel, viel wichtiger ist die Tatsache, wo sind wir denn gerade verortet? Wir sind gerade verortet hier an einem Widerstand bei 132, also bei 1,32,071. Da haben wir Widerstand. Hier ist gestern so eine umhüllende Kerze, Envelope Candle aus der Charttechnik, ein bekannter Begriff, aufgetreten. Interessant war auch, dass der Kerzenkörper hier in der Mitte gewesen ist. Das heißt, es ist eine Kerze, die zum einen die Vorkerze komplett umhüllt hat. Wir sind nach unten gelaufen, wollten nicht richtig runter. Wir sind nach oben gelaufen, wollten aber nicht mehr hoch. Interessanterweise sind wir hier im Widerstandsbereich rumgedreht nach unten. So, das war gestern. Das war etwas, sag ich mal, Unentschlossenheit der Marktteilnehmer. Und jetzt kommt es drauf an, was der Markt uns hier spielt. Ne? Wir stehen hier mit diesem Trend wieder in einer weiten Bewegung. Das ist das eine. Das heißt, da kann eine Korrektur wahrscheinlich werden. Wie die aussieht, ich habe keine Ahnung. Oder aber wir finden Stärke. Wenn der Markt einfach weiter nach oben läuft, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, was passiert hier in diesem Widerstandslevel. Bei 1,32,071. Läuft da drüber, haben wir Chancen, nach oben zu laufen. Sie sehen es hier drüben. Wir haben Anlaufbereiche hier um die 1,32,895 beziehungsweise hier oben um die 1,33,620. Das wären mal Anlaufpunkte auf die Oberseite. Ich weiß nicht, ob wir mit einer Bewegung gleich einfach weiter bis dahin laufen. Es ist nicht unmöglich, es ist eher unwahrscheinlich, aber es kann natürlich passieren, weil ich habe auch überhaupt keinen Plan, was die Märkte machen. Keiner von uns hat das, das müssen wir als Händler einfach einsehen. Schauen Sie, hier hat man auch so einen Tag, wo Schwäche kam, wo man einfach von oben nach unten gelaufen sind und am nächsten Tag wurde das ganze Ding negiert. Das Ganze kann jetzt hier natürlich auch passieren. Das heißt, das wäre mal die Oberseite. Wir gucken uns das gleich mal im Stundenchart an. Auf der Unterseite, wenn der Markt sich hier entscheidet, doch nach unten zu laufen, dann haben wir hier erst einmal selbstverständlich die Tagestiefs hier in diesen Bereichen um die Marke von über den Daumen 1,30,988 beziehungsweise hier die 1,30,654, bevor wir dann hier unten in die 1,30,4 hineinlaufen. Das wäre mal auch ein Level, wo die Korrektur an den Ausbruch heranlaufen würde an dieser Stelle. So, und jetzt schauen wir mal in den Stundenchart hinein, dass wir uns das Ganze mal angucken und sehen, was passiert denn hier gerade an oder in diesem Markt. Dazu hole ich mal etwas mehr Historie rein und wir sehen hier jetzt sozusagen, ich zeichne mal ein Stück weit ein, wir hatten hier entsprechend eine Bewegung, wir hatten dann entsprechend nach der Bewegung eine Korrektur. So, jetzt haben wir hier an dieser Stelle, wir hatten wieder Bewegung bis ungefähr hier oben rein,
Dann lief der Markt hier etwas seitwärts. Das heißt, wir hatten hier leichte Korrektur in diesem Bereich, ein Stück weit nach unten. Und jetzt läuft der Markt wieder schön nach oben. Und jetzt ist es halt so, Sie sehen, wir sind gerade in Korrektur. Wir sind hier unten drunter, mal ganz kurz drunter gedutzt. Wann war denn das gewesen? Das war, glaube ich, in der Nacht irgendwann. Nee, das war gestern, 14 Uhr, also im Tage sozusagen. Ich sag mal so, wir haben jetzt hier die Situation, wir sind jetzt hier unten drunter durchgestochen an dieser Stelle. Das ist erstmal für all diejenigen, die sich den Chart angucken, die Situation, wo man sagen kann, okay, mit diesem Trend hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist halt auch diese Unentschlossenheitskerze von gestern. Und da kommt es jetzt halt wirklich drauf an, was passiert im weiteren Verlauf. So, sehen wir jetzt hier wieder eine Aufwärtstrendbildung, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das hier gestern nur ein kurzer Ausflug war, eine kleine Ausnahme und der Markt sich wieder sammelt und Stück für Stück nach oben läuft. Und dann hier den Weg nach oben entsprechend wieder antritt. Das ist die eine Seite. Schafft der Markt es allerdings nicht, sich hier auf der Oberseite zu etablieren und läuft nach unten, dann haben wir halt einen Abwärtstrend. Da müssen wir jetzt einfach mal ein kleines bisschen abwarten, was hier an dieser Stelle passiert. Im Scalping ist das ein bisschen was anderes, da kann man sich andere Punkte raussuchen. Wir haben hier auch eine schöne flache Overnight Range, wenn wir uns das Ganze mal in den 15 Minuten anschauen, sehen Sie hier zwischen 22 Uhr gestern Abend und heute ist die Range relativ flach. Heißt also, hier kann man auch sehr, sehr schön diese Range-Strategie sich einfach mal anschauen und sagen, was wird denn hier entsprechend getradet. Schauen wir mal kurz, wie breit ist diese Range denn? Gucken wir mal, wo war 22 Uhr gestern Abend? Kleinen Augenblick, ich zeichne es mal ganz kurz ein. 19. war gestern. So, da haben wir hier 11 Uhr, 12 Uhr. So, das ist jetzt hier 19 Uhr. Das, gucken Sie mal, das hier ist über die Nacht gelaufen. Also das ist megamäßig flach. Das ist jetzt mal entsprechend diese Range, die wir hier über die Nacht gehabt haben. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Also hier ist ungefähr die Nachtrange. Zack, so, das ist die Range. So, und diese Range ist relativ flach. Und diese flache Range kann man auch zum Traden nutzen. Also das hatte ich ja schon mal vorgestellt. Die Overnight Range im Cable ist eine Range, die häufig sehr, sehr gut funktioniert. Ausbruch nach oben hin wäre dann sozusagen eine Möglichkeit, auf steigende Kurse, Ausbruch nach unten natürlich von den fallenden Kursen zu partizipieren. Wichtig, die Handelsstrategie in diesem Zusammenhang sollte natürlich auch mitpassen. Also das zum Euro, nein, zum britischen Pfund, US-Dollar. Euro, US-Dollar haben wir heute nicht auf der Uhr. Damit bin ich mit meinen Ausführungen zu den heutigen Handelsideen soweit fertig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Zuschauer hier an dieser Stelle, auch diejenigen, die das im Nachgang gucken, auf der Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal. Einfach auf YouTube mal Tickmill eingeben, da finden Sie den YouTube-Kanal und da sehen Sie natürlich entsprechend auch alles, was Sie hier brauchen, beziehungsweise ich kann Ihnen das ja mal ganz kurz zeigen, wo Sie das Ganze hier entsprechend auch finden. So, gehen wir einfach mal hier auf YouTube. So, und dann suchen wir hier mal Tickmill. Das sollte ja relativ schnell gehen. Ich gehe immer direkt auf den Link rein, aber hier schauen wir mal Tickmill, haben wir da. Da finden wir den YouTube-Kanal von Tickmill an dieser Stelle. Und da finden Sie dann sozusagen hier die entsprechenden Handelsideen. Hier haben wir die Playlists und in den Playlists hier schauen Sie die Handelsideen, die Ausbildungsvideos, dann die Webinare, die wir haben. Hier auf Deutsch Webinare können Sie sich ja jederzeit anschauen. Und hier finden Sie natürlich dann eine Playlist mit allen Webinaren, die wir hier in der morgendlichen Besprechung machen. Das als kleiner Hinweis an dieser Stelle. Also von mir einen angenehmen Donnerstag, gute Trades und wir sehen uns morgen früh. Morgen geht es dann in die Wochenbesprechung, das heißt, wir schauen auf die Tagesnachrichten für die nächste Woche. Wir machen einen Rundumschwung über die größten Indizes der Welt. Das WTI nehmen wir hier auch mit rein und vom Education, also vom Ausbildungsthema her, reden wir morgen mal darüber, wie Sie Stops vernünftig einsetzen können, um Ihrem Ziel nahe zu kommen, Gewinne laufen zu lassen und Verluste so früh wie möglich zu beenden, aber nicht zu früh. Das heißt, dass der Trade wirklich auch die Chance hat, sich zu entfalten. An dieser Stelle bis morgen, Ihr Mike Seidel. Machen Sie es gut. Tschüss.